Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ehrensache 2 Box von Alpagan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ehrensache 2 von Alpagan aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Also wir haben eine Box im Querformat. Alpagan lesen wir hier, Ehrensache 2, das Ganze sieht so aus, als wäre es in Stein bzw. in Beton eingelassen. Hier sehen wir auch schon Splitter im Boden, also das Ganze von oben mit Gewalt draufgedrückt worden. Ehrensache 2, Alpagan lesen wir hier unten, auf der Seite nichts außer dieser graue Beton. Ehrensache 2 auch auf dieser Seite. Und auf der linken Seite ebenfalls nochmal Alpagan Ehrensache 2. Auf der Rückseite haben wir wieder das Logo inklusive des Boxinhalts. Premium Edition CD, Instrumental CD, DVD, Beanie, Dogtag, Poster und Sticker. Einen Barcode und die Credits zum Album. Das Ganze eine Clubbox. Bedeutet, wir machen das hier auf der Seite auf. Und kommen auch schon zum Inhalt. Also wir haben hier einmal die Haube, die Mütze bzw. Beanie, das Album im Digipack, einen Sticker, die Dogtag Hunde, ja, Dog Chain und dann hier noch das Poster. Die Box von innen glatt weiß. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Nachdem dieses noch eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal öffnen. Am besten auf der Rückseite. Also, so sieht das aus. Digipack. Selbe Optik wie auch schon auf dem Boxcover, Alpagan Ehrensache 2. Auf der Seite lesen wir ebenfalls Alpagan Ehrensache 2. Auf der Rückseite haben wir den Inhalt aufgelistet, also die drei CDs bzw. zwei CDs und eine DVD. Auch hier wieder Barcode und Credits. Und dann kommen wir mal zum Inhalt. Wir haben hier relativ schwer zu lesen die Tracklist. Eventuell, schauen wir kurz ins Booklet, ist sie dort nochmal aufgeführt. Ist sie in dem Fall nicht auf einen Blick. Okay, also, wir haben die Tracklist. Ja, es ist leider echt schwer zu lesen. Es ist diese Steinoptik und die Buchstaben heben sich da jetzt nicht so wirklich hervor. Wir haben jede Menge Features auf dem Album und wir haben insgesamt 14 Tracks, wenn ich es jetzt richtig lese. Also wir haben Features von Jasmin Madeleine, Julian Kasprzak, sagt mir leider nichts, PA Sports, Mersat Marashi, Emek 45, Anonym, M. Jahid, Crack Valley, Big Baba und dann haben wir noch einen Posse-Track mit Anonym, Chase, Samra, M. Jahid, Emek, Azab, Atta, Vira, Lata, Hayat, Matondo, Typhoon 89, SLAD, Tokat, Cedric und Nikan. Also ich muss ehrlich sagen, bis auf ein paar Ausnahmen von diesem Posse-Track kenne ich die meisten leider nicht. Premium Edition lesen wir hier. Und auf der linken Seite haben wir dann in diesem Fach, auch wenn ich es jetzt schon rausgezogen habe, das Booklet. Cover wie auch schon auf der Box. Alpagan links abgebildet, auf der rechten Seite dann die ersten Tracks, 5 Stück. Dann weitere 5 Tracks inklusive einer weiteren Fotografie von Alpagan. Das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Hier über beide Seiten nochmal Alpa in dieser Schattenoptik. Nochmals Alpagan inklusive der letzten 4 Tracks.
Hier kann man es nochmal besser lesen, die Features. Also ich muss ehrlich sagen, bis auf Anonym und Samra sagen mir die Leute nichts. Cracker Valley, Big Barber natürlich ein Begriff. Gut. Dann haben wir hier noch die Credits bzw. die drei CDs aufgeführt. Nochmals Alpa und Major Moves. Das Ganze ja über Major Moves erschienen. Booklet packen wir wieder weg. Dann haben wir hier die Premium Edition CD1. Auch hier wieder diese Stein, diese Betonoptik. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir CD Nummer 2. Diese beinhaltet die Instrumentals. Und dann CD 3 bzw. DVD 1. FSK 12 Bonus DVD lesen wir hier. Und das Ganze eben im Digipack. Dann haben wir einen Sticker im Querformat. So sieht das aus. Alpagan Ehrensache 2. Großer Sticker, rechteckig, also im Querformat. Und hier an den Seiten haben wir noch so einen Zierrahmen, solche Schnörksel. Gefällt mir gut. Auch hier wieder in dieser Betonoptik. Schöner Sticker, wenn auch nur einer. Dann haben wir ein Poster. Das dürfte relativ groß sein, das Ganze. Ja, also A. Ja, oh ja, beidseitig bedruckt das Ganze. Und zwar haben wir hier auf der einen Seite oben wieder das Alpagan-Logo in dieser Steinoptik. Und darunter lesen wir Ehrensache 2 Tour 2015. Hier haben wir die Tour-Dates, also vier Dates. München, Stuttgart, München, Berlin und Köln. Und auf der Rückseite Alpagan, wie auch schon, so, wie auch schon im Booklet, in dieser schwarz-weiß, in dieser Schattenoptik, Alpagan abgebildet. Und darunter der Schriftzug Ehrensache 2. Also das Poster beidseitig bedruckt, zweimal im Hochformat. Einmal Alpa und einmal die Tour Dates. Beides im Hochformat. Dann haben wir noch die Halskette inklusive Dog Tag. In so einer kleinen Plastikhülle. Folie. Also, so eine reguläre Kette, ihr kennt das. Hier oben haben wir den Verschluss, da lässt sich das Ganze dann öffnen, wenn ich es jetzt schaffe. Gar nicht so einfach, so. Also das Ganze lässt sich hier dann öffnen und je nachdem, wie lang man die Kette bevorzugt, kann man dann natürlich hier die Größe entsprechend einstellen. Ich werde jetzt wieder auf das letzte Glied machen. So. Und als Anhänger haben wir hier so eine Metall-Dog-Tag. Einmal der Zweier für Ehrensache 2. Und auf der Rückseite lesen wir Alpagan Ehrensache 2 Premium. Sehr schön. Und als letzten Bestandteil der Box haben wir dann noch diese Mütze, diesen Beanie, dieser komplett in dunkelgrau gehalten. Und hier auf der Vorderseite lesen wir dann in schwarz Ehrensache 2. Das Ganze ist eine Niltons Mütze. Und hier lesen wir es 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze, der Sticker im Querformat, die Halskette inklusive Dog Tag, das Album im Digipack inklusive Album-CD, Instrumental-CD und Bonus-DVD und das Poster im Hochformat beidseitig bedruckt.
Das alles in dieser wunderbaren Box, Ehrensache 2 von Alpagan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Alpagan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.